Am I ready? Anytime. Gotcha. Stylisch. Ja. Das ist ein Poster von Bizarre Jelly. Oh, hey, Gene hängt an dem Ventilator. Ja, Gene ist eins der lustigen Sachen in diesem Spiel. Gut. Durch einfach so rumscrollen können wir uns durch das Haus navigieren. Durch die kleine Wohnung. There are no messages. Keine neuen Nachrichten. Nun, was soll's. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Und damit die Toilette zum Abspeichern. Den Fernseher. Was können wir uns denn anschauen? Heavenly Star. Als Bizarre Jelly haben wir wohl nur das Spiel. Gucken wir uns das Video an. Hören wir damit auf, davon kriege ich ja Kopfschmerzen, ey. Gut, wenn den Kühlschrank, um unsere AP komplett aufzufüllen. Obwohl ich nicht weiß, was das bringt, weil wenn wir ein Level abgeschlossen haben, haben wir so oder so volle HP. Wir können uns um Jean kümmern, wir können mit ihr spielen. Sieht allerdings noch ziemlich statisch aus. Ist auf jeden Fall ziemlich süß. Naja. Wir können noch mehr tun. Wir können auf unserem Bauch liegen und sich ablecken. Und wir können einen Knopf drücken, damit sie schlafen geht. Und noch einen Knopf, um sie zu kraulen, zu streichen. Und sie ist so total klein süß. Mal im Ernst, sie hat auch so eine süße kleine Katze. Lieben gern. Normalerweise geht das nicht. Gut, hier sind die Sammelkarten, die wir zwischendurch sammeln können. Das sind eigentlich nur alles Wrestlers. Soweit ich das bisher gesehen habe, von daher ist das jetzt nicht so groß. Und wie ihr seht, ist er ein Anime-Freak. Rechts ist das Regal, die Vitrine. Nichts als Anime-Figuren. Gut, gehen wir mal nach draußen. Ab an die frische Luft. Lauf, 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 lauf. Gut, Mann. Mein Gott, da ist ein Rufzeichen. Gehen wir mal rein. Ey, da steht eine Limousine. Mal gucken, was drin ist. Oh Gott, herrlichen. The next fight has been arranged. You don't have a lot of time, so I'll just tell you what you need to know. The ninth ranked assassin is currently Dr. Peace. A doctor? Actually, a detective. A dirty and unscrupulous detective with plenty of dark secrets about him. Legal investigations, illicit sales, black marketing. He is your one-stop shop for marketing illegal goods. And on top of that, he is a trained assassin. He's been doing some work for the mafia. And before you know it, he's up there ranked ninth on the list. To be frank, he's good. You won't stand a chance against him. You're as good as dead. What's it going to be, cowboy? Put me in, coach. All right. Please for 150,000 LB dollars. What? 150,000 LBs? Your entry fee? My overhead costs? Don't tell me that you were not expecting so many zeros on that price or that I am ripping you off or some shit. We have an elite staff in the thousands. Personally, I think it's a bargain. Okay, I gotcha. But you really think I got that kind of dough on me? What the hell am I supposed to do? You are supposed to do your job. You've been hired to kill someone, so just do it and quit your whining. Plus, on-the-job training would be good for you. If you're interested, I can introduce you to an agent, an advertisement agency. But really, they're erasers. I'll tell you where it is later. I'm running late for my facial. Catch up later, okay? What? Ah! Karate-Kick. Jalle Schlampe.
Naja, so eine wirkliche Schlampe ist sie eigentlich nicht. Sie sieht ziemlich gut aus. Und sie setzt uns vor dem K-Entertainment ab. Du kannst ab und zu der Mission von K-Entertainment annehmen. Verdiene genügend Geld für den nächsten Rangkampf. So lautet die Aufgabe. Gut, gehen wir mal rein. Während dem Ladebildschirm können wir mit dem Stern rumschieben, indem wir einfach die ganze Zeit B drücken. Aber was macht Travis, welcome. Hier brauchst du eine Mitgliedschaft. Wir sind nur einem Attentäter interessiert, der einen Rang höher ist als du. Falls du keine Empfehlung schreiben hast, sieh jetzt, geh jetzt bitte. Du musst regelmäßig arbeiten, wenn du hier rein willst. Glaubst du, du bekommst deinen Job einfach so? Könnte dir so passen. Drittklassige wie dich bedienen wir hier nicht. Schlampe! Schmeiß uns einfach raus! Aber gut, das Arbeitsamt ist jetzt offen. Und von dort aus kann ich Teilzeitjobs annehmen. Immer noch genug Geld. Ich kann den 1-Knopf drücken, um mein Bag zu holen. Gut, wie man aufsteigt, weiß ich auch. Absteigt, bla bla bla. Gut, mein Bag ist gerade nicht greifbar, deswegen rufe ich einen guten Kumpel an. Jo, Bishop. Wir haben einen Bimbo für uns, der das Motorrad holt. Bishop, der Typ aus der Videothek. Er fährt uns das Ding einfach rüber. Gut, gefahren wird man natürlich mit A. Man kann Swing machen, um zu springen. Man kann B drücken, um zu bremsen. Und Z, um Boost zu geben, sollten wir dann auch Gas geben. Ich muss in die andere Richtung. Ich kann die Karte an- und ausmachen, wenn ich möchte. Ich kann Leute umfahren, aber keine Autos oder Wände. Das ist ein riesen Nachteil. Es dauert ein bisschen, bis man sich hier in Santa Destroy auskennt. Aber wenn man sich einmal auskennt, hat man es eigentlich ganz gut. So, hier ist das Arbeitsamt. Mit einmal absteigen. Super geparkt, oder? Polizei gibt es in dieser Stadt nicht, deswegen gibt es auch Attentäter. Warum du hier bist, Drittklassiger? Hier treffen sich alle Drittklassigen. Du bist also Mitglied. Nun bringe ich dir ein paar tolle Sachen bei. Alle Erstklassigen da draußen waren mal Drittklassiger. Die dritte Klasse ist die erste Stufe auf dem Weg zur ersten Klasse. Dein Leben wird sich verändern, wenn du hier arbeitest. Noch eine Sache. Wie werden aus Drittklassigen Erstklassige? Das ist einfach. Sie arbeiten sich die erste Wund, bis sie Blut kotzen. Und dann arbeiten sie weiter. Du willst in die erste Klasse? Dann arbeite hart. Ich gebe dir noch mehr Arbeit, wenn du diesen Job gut machst. Der Job hängt dir am schwarzen Brett. Gut, wir haben im Moment keine andere Tätigkeit. Abgesehen vom Verlassen. Also sammeln wir einfach mal Kokosnüsse. Warum nicht? Eine Uhr gibt es hier nicht. Das heißt, wir können zu jedem Zeitpunkt diesen Job erreichen. Und zu jedem Zeitpunkt irgendwo hingehen. Das ist ziemlich scheißegal. Nicht so wie in diversen GTA-Spielen, wo man mal tagsüber und mal nachtsüber was Bestimmtes machen muss und kann. Klient suchen. Geh zum Klientenpunkt auf der Karte. Und das ist dieses pinke M. Warum muss es pink sein? Ich verstehe es nicht. Aber gut, wenn wir einen Job angenommen haben, können wir erstmal nichts anderes machen, als diesen Job zu machen, bevor wir überhaupt was können. Und mein Motorrad könnte mir gleich vielleicht ein bisschen im Weg stehen. Ich stell's mal um. Anstatt im Boden rumzustochern. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich... rückwärts fahren. Gut, guter Junge. So, absteigen und... Shop. Warte mal. Dasselbe Typ wie vorhin. Die unausgesprochenen Regeln von Santa Destroy sind okay. Aber Kokosnüsse von Santa Destroy sind eher mein Ding. Die Kokosnüsse aus diesem Gebiet erzielen hohe Preise. Diese Stadt wurde auf Kokosnüssen erbaut. Kokosnüsse sind mehr wert als Menschenleben. Kokosnüsse sind Gott! Hol sie dir jetzt! Kokosnüsse sammeln, los!
Ich muss Kombo-Angriffe gegen Palmen verwenden, damit ich die Kokosnüsse einsammeln kann. Und ich muss den A-Knopf schnell drücken, um die Dinger einzusacken. Komm. Kokosnüsse, aber ich glaube den nächsten Baum erst. Wenn Travis keine Sprechblase hat, dann kann man diese Bäume auch nicht hauen. Na komm, sammeln ein. Da ist er doch. So, drei Kokosnüsse auf einmal. Je mehr Kokosnüsse wir bringen, desto mehr Geld kriegen wir. Und wenn wir viele Kokosnüsse bringen, kriegen wir sogar einen kleinen Nebenjob als Attentäter. Das ist bei jedem Minijob so. Und bam, bam, bam. Baby. So, ist dieser Baum auch... Nein, er ist leer. Okay, okay, die linke Reihe ist vielleicht... Ja, da ist wieder einer. Nur eine. Na, was soll's. Lauf, 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 lauf. Wir haben insgesamt 3 Minuten, um alles zu machen. Von daher ist man jetzt nicht ganz so schlecht dran. Und lauf, 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 schneller. Je schneller wir A drücken, desto schneller läuft der Idiot. Wir müssen uns ganz schön abhampeln für den Kack. So, und schon sind die Kokosnüsse weg. Wie macht er das? Wow. Hab ich ihn etwa ausgelassen? Huch. Ah, bam, baby. Oh, 3 auf einmal. Werde ich wohl die am Anfang gar nicht mitkriegen können, ne? Gut, lauf schneller. Button-Mashing ohne Ende. Lauf, 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 lauf. Schneller, 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 schneller. Zwäng mich nicht, Chaos Control einsetzen zu müssen. Nein, ich kann keine 4 einsammeln. Ich hab's geahnt. Schneller! High Speed! Highway Geschwindigkeit! 100 km/h! Ah. Gut, also für einen Baum reicht's noch. Aber für keinen weiteren. Ist leer. Bam, 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 bam! Gut, dann gehe ich mal zurück. Das dauert nämlich sonst viel zu lange. Lauf, 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 lauf. Mein Gott, er ist ja schnell wie Sonic Hedgehog. Okay, er hat doch nur eine Kokosnuss in der Hand. Lauf, 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 lauf. So schwer können die nicht sein. Kokosnüsse sind doch nicht so schwer, oder? Gut, ich zähle zwar nicht darauf, dass ich noch einen Baum schaffe, aber... Nö, ich stoppe jetzt auch keinen mehr. Ich habe 11 Kokosnüsse gebracht. Ich bin stolz auf mich. Ergebnis. 3 Minuten, 11 Kokosnüsse, das bringt... Gold! Ja, so 220.000 LB-Dollar sind's. Hey, du Drittklassiker, ich habe einen neuen Job für dich. Vielleicht etwas dubios. Ich habe meinen Mitarbeiter ein Vorstellungsticket geschickt. Der Weg, ein Erstklassiger zu werden, ist schwer. Beweg deinen Arsch. Wir werden erstklassig. Eine neue Attentäter-Mission ist verfügbar. Eine brandneue Freikampfmission kann jetzt ausgewählt werden. Gut, diese Freikampfmission... Moment, es leckt ganz schön stark. So. Diese Freikampfmission kann man jederzeit abfahren, indem man einfach mit dem Motorrad irgendwo hinfährt. Und genau das hole ich mir jetzt. Oh, Bishop, altes Haus. So, ich fahre mal zu dieser Freikampfmission, weil jede Freikampfmission ist absolut gleich. Sie haben dieselben Bedingungen und... Also die Freikampfmissionen sind jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber sie finden alle an unterschiedlichen Orten statt, weswegen sie doch recht unterschiedlich sind, eigentlich. Aber es ist immer dieselbe Bedingung.
kämpfe, ohne auch nur ein einziges Mal getroffen zu werden. So, soweit wir es schaffen, bis wir getroffen werden, oder wenn wir sogar alle schaffen, kriegen wir Geld für jeden gekillten Kerl.